reach for my hand, also away. Er kommt da jetzt schon wieder rein, Mann. Und wer bist du? Oh, das ist Fram, ne? Nein, bitte nicht. Stimmt. Sie war ja da, als wir aufgewacht sind mit Clan. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Da wollte ich nicht gucken. Ich wollte mal gucken. Okay. Nee, Frau Matthias. Das war jetzt der zweite. Alles klar. Gut. Wir sind heute wieder zurück mit Fire Emblem Engage. Ich bin ein bisschen mies gelaunt, weil wir schreiben heute den 8.3.2023 und an diesem Tag wollte ich eigentlich etwas Genshin Impact streamen, ne? Für so ein, zwei Stunden, ne? Aber meine Internetverbindung ist vollkommen weg schon seit einer Stunde und scheint irgendwie nicht wiederzukommen, ne? Konnte jetzt nicht wirklich irgendwie was machen, außer Router neu starten, also weil nicht, ist einfach weg jetzt. Und habe meinen ganzen Plan für heute Abend hier über den Haufen geworfen. Und ja, ohne Internet ist halt kacke, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte mich jetzt irgendwie mal nicht schlafen legen. Wir haben jetzt so ungefähr, wir haben jetzt 5 Minuten nach Stream-Ankündigung. Und ja, Internet ist immer noch nicht da. Und ja, ich hätte mich jetzt irgendwie schlafen legen können oder am Boden liegen und rumrollen können. Oder ich hätte meine Zeit produktiv nutzen können und ein bisschen Fire Emblem noch weiter aufnehmen können, ne? Und ja, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade hier, ne? Und ja, ich habe einen neuen Drip hier ausgerüstet. Ich mir Balefs Klamotten mal geholt. Spoiler, was werden wir aber heute machen, ne? Also gut, ja, ich habe noch genug Fire Emblem Parts hier auf Lager. Also ich habe noch 3, die freigeschaltet werden müssen und dementsprechend bräuchte ich jetzt eigentlich nicht weiter aufnehmen, aber ja. Wie gesagt, Zeit produktiv nutzen und ja, jetzt bin ich hier, alles klar. So, zum Glück hatte ich schon alles heute fertig gehabt, so, also mit hier meine Charaktere irgendwie umrüsten und keine Ahnung, Unterstützungsgespräche farmen und was weiß ich nicht alles, hatte ich halt schon Tag davor alles erledigt. Und ja, ich habe ehrlich gesagt gestern schon hier das Kapitel mit war es gestern oder vorgestern, weil nicht an irgendeinen Tag, ich glaube vorgestern war es sogar, wo ich hier letzte Kapitel gespielt habe. Und ja, ich habe wieder ein paar Bandgespräche hier, die ich euch zeigen werde, bevor ich hier wieder rausrenne. Und ja, ich habe einige Charaktere hier vorbereitet für das nächste Kapitel und hoffen wir mal, dass das auch läuft mit den Charakteren, die jetzt nicht so die stärksten Charaktere sind. Das letzte Kapitel habe ich ja eigentlich nur geschafft, weil ich hier meine ganzen starken Charaktere mitgenommen habe. Das wird heute nicht der Fall sein, also mal sehen, ob wir es schaffen, ne? So, ich habe 2 Leute mit bei Left trainieren lassen, 2 Leute, die wir noch nicht benutzt haben, und zwar einmal Kagetsu, weil ihn werden wir heute vielleicht benutzen. Freunde online. Ist meine Internetverbindung gerade wieder zurückgekommen? Das ist nicht wahr. Ja, meine Internetverbindung ist wieder da. Alla. Okay. Gut, und wir haben erst 10 Minuten nach Stream-Ankündigung, also ja, ich werde dann ja wahrscheinlich einen kleinen Schnitt machen, also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Wow. Ja, für euch ist jetzt ein paar Sekunden vergangen, aber für mich sind 2 Tage vergangen. Ich fasse dann einfach nicht, ne? Das Leben funktioniert auf merkwürdige Weise, ne? So, wie ihr vielleicht bemerkt habt,
ich habe den Part damit bekommen zu erklären, dass mein Internet weg war, und an den Tag, an dem ich eigentlich Genshin Impact streamen wollte, habe ich mir gedacht, ich nehme auf, einfach nur um produktiv zu sein, ne? Aber dann 5 Minuten nach der Aufnahme, nachdem ich in der Aufnahme war, ist schon das Internet wieder zurückgekommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mit 10 Minuten Verspätung trotzdem weiter gestreamt, ne? Und Genshin Impact gespielt. Und ja, dann 2 Tage später kam ich jetzt hier zu dem Spiel zurück, und jetzt machen wir weiter. Und wir machen einfach weiter, als wäre es nichts passiert, ne? Ich muss jetzt nur erstmal gucken, genau, was ich hier so alles mache, ne? Ich war, glaube ich, mitten dabei, hier die Wandgespräche, die ich freigeschaltet habe, ja, abzuklappern, ne? Ich habe mit Kagetsu bei Levs Wandgespräch angeschaut, ne? Dann machen wir ja weiter mit, ich gehe mal alle ab, ne? Mit Bonnet habe ich noch hier mit Beilef. Oh, ich muss hier hin. Mein Gott, warum kann ich das nicht da anschauen? So, mit Bonnet haben wir hier Beilefs Gespräch gemacht. Weil ich habe einigen Charakteren ja Fähigkeiten gegeben und trainieren lassen, die ich heute in irgendeine Nebenquest hier mitnehmen wollte. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich die von Sigurd machen wollte, aber da ich wie Beilef gekleidet bin, nehme ich mal, ich hatte vorgenommen, Beilefs Nebenquest zu machen. Gut, können wir auch machen, ne? So, Kagetsu habe ich mit Lin trainieren lassen, damit er Geschwindigkeit bekommt. Geschwindigkeit plus 2. Genauso nutzlos wie Sedal 2 sagen. So, dann habe ich Lin mit Jay trainieren lassen. Ich glaube, ich habe sie ausgerüstet. Mit ich glaube, ich habe sie hat echt einen Helm verloren. Das ist wie im Fire Emblem Radiant Dawn, wo erst alle Charaktere mit Helm starten. Und sobald sie in ihrer letzten Entwicklung sind, werden sie alle ihre Helme los. Ja, ich glaube, ich habe sie mit Lin trainieren lassen, weil ich sie Lin zum Ausrüsten gegeben habe. Wegen den Geschicklichkeitsdieb-Fähigkeit, ne? So, dann habe ich Fogado mit Corin trainieren lassen. Wegen der Festnagelfähigkeit, so nenne ich sie jetzt. Weil die einfach nur broken ist. お忍びで城塞に行こうとして何度も怒られたな。そうなのですね。すみません。でもこれからはいつもとがめられずに会うことができますね。私も嬉しいです。 Stimme klingt irgendwie viel zu sanft. Ja, irgendwie ungewohnt. So, dann habe ich Clan mit Lucina trainieren lassen, weil, weiß ich nicht. Keine Ahnung warum. ルキナ様ってマルス様の血縁だって聞きました。すごいです。紋章師匠の血縁なんですね。マフィス、いや、ウォ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 
Okay. So, damit haben wir glaube ich schon mal alles. Da gucken wir uns hier einige Supports an. Ich habe glaube ich nicht so viele, ne? So, Hortensia und Goldberry. Einfach die Sachen, die alle einfach zu erreichen waren. Warum haben sie mich nicht gefragt? Ich bin die Nächste. それで相手には何て返事をしたの?もちろん丁重にお断りしました。そう、意外と慣れた対応をしているのね。もしかして今までにも告白されるようなことがあったわけ?はい、私が可愛すぎるせいで自然と人を引きつけてしまうみたいなんです。 Strahle viel zu sehr Magie Energie aus. Ist das nicht verrückt? ですから、きっと大人の魅力のおかげだと思います。あ、私がお子ちゃまだってそう言いたいわけ?いえいえ、そんなつもりは。まあ、仕方がないわね。コルドマリーが魅力的なのは当然だもの。 Kochen von dir lernen. Okay. So, Fram und Goldmary. Okay, anscheinend habe ich zweimal Goldmary hier. Jemanden supporten lassen. Habe ich gemerkt. Ringo bedeutet Äpfel. それにしても料理に使うリンゴを取るためにこんな遠くまで来るなんてすごいね。美味しい料理を作るには最高の食材は集める必要がありますから。料理って大変なんだね。普通の鍛錬をするより汗かいちゃったよ。帰ったらすぐにでもお風呂に入りたいな。 いや、あ、コンテクストフォーディスコンポーストに驚いたって。私の体型にですか?あ、すみません。あまりに美しい体型で、すみません。確かに綺麗な体型だとは思うけど、驚いたのはそこじゃないよ。どうして急に水浴びしようと思ったの?私 汗をかくとすぐにお風呂に入りたい。Deswegen kriegt sie, weil sie so viele Feier verstehe. Coldo Marie さんって内気な人かと思ってたけど、結構大胆な人だったんだね。人は見かけによらないっていうのはColdo Marie さんのためにある言葉かも。Bin sicher, sie ist genauso drauf, wie sie aussieht. Okay. Und ihr beiden. Los geht's. Warum sind wir in der Wüste auf einmal? Wollte man Dio schreien? やめてくれよ。フォガートが元気ないと俺まで調子狂うからさ。もっとノリノリで行こうぜ。ほら一緒に。ウェイ。いつものフォガートじゃねえ。今ので確信に変わった。一体どうしちまったんだよ。すまない。Ich bin gut, wie energisch er ist. 実は
宴のことばかり考えていた。はあ？それで肝そぞろだったってわけか？そうそう。もう楽しみでさ。ザーくん、さすがとしか言いようがねえ。頼もしいおじさまだ。じゃあ早速お待ちかねの宴に向かおうぜ。そうしよう。とことんまで楽しむぞ。 Also, ich habe Probleme. Warum habe ich nur irre in meinem Team? So, ich glaube, das war's, ne? Also vergeht mir, wenn ich jetzt ein bisschen draußen bin, aber wie gesagt, seit dem Schnitt hier sind 2 Tage vergangen, deswegen. Aber ich war mit allem fertig, ne? Wir bestellen uns jetzt noch mal was Junkfood. Ach ja, genau. DLC. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen vorher. Am 8. März ist die nächste DLC-Welle ja freigeschaltet worden. Und ja, ich kann der Inhaber des Arsenals möchte ich mit dir reden. Genau, das habe ich gehört. Also ich habe das nicht gehört, aber hier oben links stand was. Ne, neues Ereignis. Und ich nahm einfach mal an, das war im Zusammenhang mit dem DLC, ne? So, die dritte Welle, die dritte von 4 Wellen ist auch aktiviert worden und ich habe noch nichts bekommen, also nehme ich mal, ich bekomme jetzt hier was, ne? Also gucken wir mal. Ich habe im Brunnen hinten am Garten eine Waffe verloren. Falls ihr seht, könnt ihr sie für mich holen. Stimmt, im Brunnen. Irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Brunnen kannst du jetzt irgendwie was machen, ne? Also gucken wir mal. Also ich habe wieder irgendwie so neue Sachen. Karte. Boah, ich bin jetzt so. Ich tue die ganze Zeit. Warte mal, wie komme ich überhaupt hier hin? Ich bin ein bisschen draußen mit der Steuerung, weil ich jede freie Minute benutze, um Genshin Impact zu zocken. Und naja, wollte ich jetzt nach unten drücken. Okay. Alter Brunnen, okay. Sieht merkwürdig aus. Okay, Repressals erhalten. Ahndung erhalten. Hier scheint momentan nicht zu sein. Okay. Als ich das Spiel hochgefahren habe beim letzten Mal, ne? Vor 2 Tagen. Wo auch der 8. März war. Da bekommt man ja immer so eine Meldung, so was alles hier hinzugefügt worden ist mit dem DLC, ne? Und da stand irgendwie was mit, dass man im Brunnen irgendwie Items irgendwie umwandeln kann, die man nicht mehr braucht. Und ja, ich nehme an, wir haben, glaube ich, die letzten Ringe jetzt auch noch freigeschaltet, also die Quests dafür, um die zu bekommen. Also ja, die können wir auch irgendwann mal machen, ne? Ich weiß auch schon alles, welche Charaktere da kommen. Und ja, darum kümmern wir uns dann auch mal irgendwann. Und fürs Erste lassen wir mal. So, lass mich mal kurz die Sachen abchecken. Ich glaube, bekommen habe ich. Weiß nicht, ob mir halt gefällt. Das sah irgendwie hart nach irgendwie legendären Waffen oder irgendwie sowas auf. So, Streitlanze, die von etwas überirdischen, von der etwas überirdisches ausgeht. Ist sie stark? Ja, geht. Ja, doch, die ist eigentlich schon ganz schön stark. Ist genauso stark wie die, nur halt. Weiß nicht, werde ich glaube ich nicht benutzen. Also Streitangst, vor der etwas überirdisches ausgeht. Ahnung. Ich habe so halt geführt, sind Waffen von Fire Emblem Heroes, weil sonst würde ich die erkennen, glaube ich. Ja, kann man hier was abstauben? So viele Punkte schon wieder. Ja, dann schnabulieren wir noch was. Dann geht es schon wieder los. So, mit wem denn? Gute Frage, ne? Komm mal, John. Weil der ist schon eigentlich stark genug, der braucht nicht noch mehr Support. Sedal kann tanzen für Support. Zerkov, komm mal her. Und wir schnabulieren mal mit Junak, aber mit Junak habe ich schon B. Ja, schon C. Ihr beiden.
So, und dann holen wir uns Pizza Crepe irgendwie. Die habe ich schon das normal gegessen. Okay, luftiger Pfannkuchen, alles bis auf Buggy und Resistenz. Ja, komm. Obst, ne? Pfannkuchen, ne? Obst. Leider keine Unterstützungsgespräche und auch nicht so gutes, auch nicht so unglaublich gute Kocheffekte bekommen. Eine Resistenz aber bekommen. Okay, je nachdem wie schwer das nächste Nebenquest wird, desto besser oder schlechter ist das, ne? So, da war ja in Arsenal neues Ereignis. Aber warte mal, muss ich schon wieder werden können. Vielen Dank. Moment, ihr habt diese Beine im Boden gefunden. Keine der Beine ist die, die ich verloren habe, aber sie sind bemerkenswert. Sie stammen eindeutig aus einer der mir bekannten Nationen. Solltet ihr behalten, Göttchen. An diesem Brunnen ist irgendwas seltsam. Alter Brunnen, du kannst überzählige Items in den Brunnen werfen. Bedenke aber, dass sie dann unwiederbringlich verloren sind. Gehst du nach wenigstens einer Schlacht zurück, wirst du dort jedoch mit einigen neuen Items belohnt. Wertvoller als Items ist, dass du in den Brunnen wirfst, desto wahrscheinlicher ist es, ein noch wertvolles Item zu halten. Das ist so ähnlich wie in Fire Emblem Three Houses, wo du irgendwie diese Statue hattest. Da konntest du irgendwie, weil nicht. Ich finde, das Spiel gibt mir schon wieder zu viele Optionen. Ne? Was kann ich denn da rein tun? Kann ich da so Sachen wie Pferdedung oder so reinpacken? Weil das hat, von was ich so herausgefunden habe, irgendwie gar keinen Nutzen. Ne? Nein, Waffen. Okay, das ist ein bisschen doof. Weil die könnte ich verkaufen und dann noch mehr Geld bekommen. Kann ich Lapis Ration da reinpacken? Muss man natürlich jetzt herausfinden, ne? Mal Lapis-Ration da reinwerfen. Wartung, ein Stern. Ich habe es in den Brunnen geworfen. Sieh nach der nächsten Schlacht nach, ob etwas Neues hier liegt. Ich meine, die Rationen, die kosten immer weil nicht 50 Gold oder so, wenn ich die verkaufe, von daher. Also immer. Item umwandeln, da kannst du bestimmt voll die broken Items oder so bekommen, ne? So, wir sind aber hier fertig. Wir gehen zur Weltkarte und machen jetzt. Ich habe mir mal alle Nebenquests, die ich freigeschaltet habe, hier notiert, ne? Damit ich jetzt nicht jedes Mal auf die Weltkarte zurückgehen muss und gucken muss, oh, was für ein Level ist das. Ich habe mir jetzt also alle Nebenquests notiert, so vom Level. So, die Hauptstory ist Level 5. Bei Levs Nebenquest ist Level 5. Sigurd ist Level 5. Coins Nebenquest ist Level 7. Und Erika und Lives Nebenquest ist Level 8. Mein Gott, dauert das lange. Also habe ich mir jetzt alles hier notiert. Ne? So, bei Levs Nebenquest ist schon seit einer Weile offen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da erst rein. Ne? Das habe ich mir wahrscheinlich letztens so gedacht. Ne? Ja. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Byleth. Und das sieht aus wie die eine Quest, wo man hier diese Quest schützen musste, ne? In Fire Emblem Three Houses. Gucken wir mal, ne? Gehen wir da rein. Mal gucken, was uns erwartet. Der Magister, ne? Der Magister. Bitte sei nicht zu schwer. Der Magister. Der Mentor, der Lehrer. Das Latein. Muss ich gar nicht. Ja, das ist der Thron der Göttin. Das
聖母と呼ばれる場所によく似ている。聖母、それはどういう場所なんですか？Christ überhaupt auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. 女神ソティスが眠るセイロス教団にとって最も重要な場所だ。この墓所を守るために大修道院が建てられたほどだ。なるほど、そうだったんですね。Sag mir nicht, ich muss die Steine ja wieder beschützen. どうしてそんな場所がここにあるんでしょうか？聖母には聖者セイロスにまつわる伝説があるんだ。かつて彼女は女神から力を授かり、この聖母で啓示を受けたという。いわく民を救い導くため、その力を正しく使えと。それを思えばここへ導かれたのは必然なのかもしれない。どういうことですか？互いの絆をより深めるため、ここで試練に挑んでもらう。つまりレモントーテ、ベレトと戦えということですね。その通りだ。これまでの旅で得てきた力を正しく使いこなせるかどうか見せてほしい。わかりました。迷いのないいい目だ。それでは行くぞ。はい、全力でお相手させてもらいます。 Okay, das ging schnell. Finde ich gut, die kommen immer schnell zum Punkt. So, dann zeig mal, mit was ich mich hier abgeben muss, ne? Angegeben ist zwar Level 5, aber ich bezweifle. Oh nein, da ist schon irgendwann auf der Karte angezeichnet. Ich sehe jetzt schon. Da seht ihr auf der Karte, diese Dinger sind da eingezeichnet. Ich muss sie wahrscheinlich beschützen, ne? Gott, das ist genau wie in Fire Emblem Three Houses die Map. Irgendwie so zwei Monstern. Ich glaube, die haben echt die ganzen Karten so nachempfunden. So, Schwert des Schöpfers hat er natürlich. Vajramuchi. Was die Fäustlinge sind von, boah, wie hieß der? The King of Grapplers, keine Ahnung. Schwert von Emblem Balf. Schaden mit Magie der Einheit. Nah- und Fernangriff. Effektiv gegen Drachen. Also nicht gegen mich, ne? Weil das scheint ja irgendwie nicht so funktionieren. Da war schon Level 32. Gott, ich habe Puls Plus. Tanz der Göttin. Ja, der wird sich definitiv bewegen können, ne? So, er ist aber nicht so stark, finde ich gerade. Das ist physischer Schaden, ne? So, Stärke. Irgendwie ist halt aber... keine Ahnung. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Geld brauche ich gerade sehr dringend. 3000, ne? Ja. So, und die sind sogar Level 6. Da macht Fire Emblem dauern, ne? Die sagen ein, oh, dieses Level ist hier, hat diese Level Vorgabe, ne? Was haben die Gegner? Die haben natürlich, hey, warte mal. Ist das, was ich denke, was es ist? Okay, ich dachte, ab wäre hier diese eine Skill, die im Berserker in Three Houses hatten, wo die mehr 10 mehr Schaden nehmen, aber auch 10 mehr Schaden austeilen. Buch ist jetzt auch nicht so, das ist als Elfendonner. Silberbogen, Stilett. Das ist ja das mit denen, ja. Und die werden jetzt wahrscheinlich alle irgendwie so Klassenskills haben, ne? Zum Halberdiere Durchlauf. Nee, das ist ein Schwertmeister. Stimmt, das ist diese. Ich stütze durch dich durch und bin dann auf der anderen Seite. Warum sind die alle da lacht? Okay. Warum sind diese Dinger hier? Die sind kaputt machbar. Ist das einfach nur so zur Dekoration oder so? Oder muss ich die beschützen? Weil in dem Level im Fire Emblem Three Houses muss man halt nämlich machen. Die Gegner haben sich irgendwie auf die Kristalle zu bewegt, haben die gestohlen, haben dann versucht wegzulaufen, und die muss man erledigen, bevor es passiert ist. Dann hat man am Ende Belohnung bekommen, je nachdem wie viel man beschützt hat. So, ich kann 9 Charaktere mitnehmen. Die natürlich schon jeden hier ausgerüstet, ne? Aber ich habe mehr Charaktere ausgerüstet, als ich hier brauche. So.
Heiler. Wen habe ich als Heiler ausgesucht? Ich habe gar keinen Heiler hier mitgenommen, ne? So, Chloe kann heilen, weil sie jetzt ein Greifenritter ist. Der Pegasus ist einfach mal abgelegt. So, ihr seid meine Beinheiler für dieses Kapitel. Ihr habt aber nicht viel Heilung, sehe ich gerade. Deswegen lass mich mal kurz. Gute Frage, ne? Ich tue mal alle Heilungen hier einpacken, falls ich die brauche, oder einfrieren. Aber dann habe ich sie wenigstens. So. Sedal. Ja, jetzt habe ich hier so viele Support-Einheiten, ne? Jetzt ich schon ein paar die austeilen können. So. Ja, Temera, ich will mal Temera öfter benutzen. Irgendwie ist sie voll vernachlässigt. So, natürlich alle Charaktere, die die Ringe haben. Corin. Oh Gott, ich werde mehr Ringe. Das ist interessant. Habe ich mehr Ringe, als ich Charaktere platzieren kann? Nee. Ich müsste 6 haben, ne? Nee, Quatsch. Nee, ich hatte vorher 6, jetzt habe ich 8, genau. So, Butchon. So, jetzt muss ich aber einige Dinger noch umdeponieren, sehe ich gerade. Temera könnte jetzt noch einen Ring nehmen, und zwar den von... Gute Frage. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Ist ja nicht hochgelevelt. Was soll's. Temera, nimm, ich würde sagen, Erika, ne? Außer du hast schon Lucina. Ja, aber das ist schon zu wenig. Ach, sie hatte live, genau. Er sah aus wie so ein normaler Standard goldener Ring. So, eigentlich müsste ihr jeder dann einen Ring haben, bis auf eine Person dann, ne? Wenn ich 8 Ringe habe. Also ich kann meinen Hauptcharakter mal hier wieder was geben, ne? Wen gebe ich dich denn? So, Rapia hat doch diesen Heileffekt, ne? Obwohl Erika würde ich gerne, weiß nicht. Also was gebe ich Chloe? Weil Erika hat diesen Effekt, dass sie irgendwie weniger Schaden nimmt. Das hier halt braucht keinen Ring, also der wird nicht kämpfen. Von daher, Lucina, Lucina. So, einer fehlt hier noch oder auch nicht. Hey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach ja, mal. Balef. Ich wollte schon sagen, hier fehlt doch noch einer, aber stimmt ja, Balef ist ja, wir müssen ja gegen Balef kämpfen, das heißt, ist klar, fehlt uns ein Ring. So. Nehmen wir diese Gruppe, ne? Lanze, Axt, Schwert, Lanze, Axt, Bogen, ja. Waffen sind auch alle in Ordnung, glaube ich. Ne? Okay. Dann. Hier können wir einen Schwertkämpfer hinpacken. Ja, oh, guck mal hier. Oh, so, hier können wir auch einen Schwertkämpfer hinpacken, wenn ich einen hätte. Oder sie. 29 Verteidigung. Ja, du hast 11 bin. Dich kann ich erledigen. Mit irgendeinem Magier. Solange die nicht irgendwie was machen, irgendwas Schwachsinniges. Ich kann mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass hier
Weil ich hier einfach, dass die einfach noch warten, bis ich die erledige oder so, ne? Kommt doch bestimmt noch irgendwas voll Schwachsinniges, was ich hier machen muss nebenbei. So. Okay, du gehst hier hin. Er kann sich um die kümmern. 42 Schaden. Wenn jemand genug Ausweichen hat, wäre natürlich sehr gut. Okay, sie. Hm. Ja, warte mal. Ah, verdammt. Wenn sie live gewesen wäre, dann hätte sie... Ah, 29. Das ist eine sehr unschöne Startposition, finde ich gerade. Ich nehme an, ich packe sie dahin, ne? So, hab der kritische Treffer. Ich bin auch gewohnt, dass Berserker kritisch viel kritische Treffer haben. So, 42 Angriffskraft. Das heißt, sie nimmt 13 Schaden mal 2, nehme ich an, ne? 26. Pack ich ihn daneben, kann ich natürlich wieder nicht, weil er schon wieder da steht. Ich muss ja alle einzeln hier so an hier auf mich zu bringen lassen, ne? Ja. Da kann ich mich alle so einzeln die. Ich lass mir schon mal einfallen. Okay. Aber irgendwas Nerviges wird hier sein, ne? Die ganze, die nächste Quest heißt eine kalte Reise, ne? Aber ich lese die ganze Zeit ein kalter Riese. Ich habe gedacht, what? Kann ich einen neuen Charakter, der irgendwie 10 Meter hoch ist? So, okay, habe ich alle Embleme verteilt, ja, ne? Bis auf die super mega starken. Na gut, los geht's. ああ、別に、あれを破壊していく。君はそれを阻止するんだ。それがシレンという Heute bei Left of an Up die Kristalle zu zerstören. Eine Belohnung richtet sich dann raus, wie viel Kristall du bewahren kannst. Wie soll ich da bitte schon schaffen, die alle zu beschützen? Geht er auf sie los? Da würde ja bedeuten, ich müsste ja alle hier erledigen. Das schaffe ich nicht. Okay, ich bin ein bisschen. Warte mal, kann ich die Auto stellen? Okay, da kann ich mit einem Schlag wegpusten. Okay. Ja, ist klar. Die Frage ist jetzt genau, wie die KI hier wieder agiert, ne? Weil ich bezweifle, dass ich alle von denen. Was ist das hier? Zerstören die Idee. Wir sind so am Leuchten. Da sehen die einfach nur so aus. Ne, die sehen Phantomdrache. Also wird er versuchen, sie zu zerstören oder was? Ich verstehe es nicht.
mir schon irgendwie genauer erklären, Kollegen. So. Oh, dann gehen wir hier hin, ne? Ich muss mich mal kurz im Auge behalten, ja? Wow. Was für ein Umweg. Rock hier all meine erfahrenen Einheiten. Können wir nichts. So. Ich meine, ich könnte hier reingehen, ne? Und den erledigen. Auch machen könnte es hier, ich greife ihn an, ne? 26. Und 27 war genug. Darunter, ja, und ihn erreiche ich, ne? Ja. Aber nicht platt. Auf dem Puls. Ach, das ist diese Fähigkeit, wodurch er mehr Schaden macht, je mehr, je weiter er sich bewegt hat, ne? Machen wir da doch. Musik immer rockiger wird. So, er wird mich aber nicht platt machen, ne? Ach. Ach. Ah, nee, ich kann mich ja bewegen danach, ne? Solche Sachen. Ah, warte mal, dann mache ich so 1, 2, 3, 4, 5. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Schaden mache ich. Das ist cool. Ja. Alter. So, ist ein Pferd rausgesprungen. So, die Frage ist jetzt, tun die jetzt irgendwie mich priorisieren oder tun die eher auf die Kristalle gehen? Das sind immer so Sachen, ne? So, ich pack dich jetzt hier ein. Kacke, wenn du nicht weißt, wie die KI funktioniert. Alter, one-shotst du ihn damit? Ah, diese Trefferquote, aber so. Dann greife ich mit dich an. Reicht nicht. Oder 27. Ne. Schon machst du 29, das ist eine Menge. Aber du doppelt sie nicht.
Machen wir das so. So. Oh, Hallöchen. Das ist doch gut. Sag. Schön mit nur weiterentwickelten Einheiten. So. So, es wäre super gut, wenn du einen kritischen Treffer machen würdest. So. Überlebt er das? Ja, ne? Ah, weißt du was? Machen wir das so, ne? Cool. Und dann packen wir dich hier hin, damit sie weniger Schaden nimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Gegner macht. Ach, die haben HP-Balken. Okay, da dürfte es vielleicht ein bisschen einfacher machen. Ist trotzdem kacke. Ja, voll kacke, Mann. Ey, warte mal. Mach ich jetzt meine Dinger kaputt? Du hast jetzt aber nicht angekratzt, ne? Irgendwie sehe ich die AP davon nicht. Ja, natürlich überlebst du mit Einschalten. Was ich hier gegen mache, der Magier geht da einfach eiskalt den los, ne? Kannst du das bitte sein lassen? Zack. Hey, was denn das da hinten? Es kommt gleich auf mich zu. Soll ich auf losgehen? Ah! Das war also Geschicklichkeitsdieb. Okay. Oh Gott, ich hasse es. Dann geh ich auf dich los, ne? Okay. Alter, was ist diese Treffsicherheit? Gibt's doch nicht mal. Sieht aus wie Hector. Ah, 24, dich kann ich ja eigentlich anlocken mit ihm. Ja. Ich hatte im Nahkampf angegriffen. Aber hier sind schon viel zu wenige Gegner, ne? Das heißt, hier kommen noch viel mehr gleich. Nein, ich erreiche ihn nicht, ist klar. Aber lass mich raten, sobald ich dann näher komme, ne? Kann ich die heilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, hey, guck mal hier. Wenn ich da nur eine magische Waffe hatte. Oh, warte mal, guck mal hier. Ich wusste ja, kommt irgendwas Nerviges. Warte mal,
ich glaube, ich hätte Grusamkeit abwählen müssen. Macht sie, glaube ich, mehr Schaden, ne? Irgendwie so weit. So, Gute ist jetzt. Er hat nicht genug Angriffskraft. Aber ich habe mich auch noch nicht bewegt. Warte mal, wie weit muss ich mich hier bewegen? Das one-shottet. Noch 4 Schritte nehme ich an, ne? 1, 2, 3, 4. Da muss ich hier echt den ganzen Weg hier gehen. Ist aber reichen, ne? Das war im Free Houses Thema. Nein, das reicht nicht. Nein. Und die Meere wird, glaube ich, nicht genug sein. Sehen wir uns mal die HP von den Dingern, ey. Voll kacke. So, Timera. Wäre sehr gut, wenn du den erledigen könntest, aber ich meine, der wird das ja nicht erledigen, ne? So, Kritscher-Treffer würde nichts bringen. Alter. Hier würde ein Kritscher-Treffer was bringen. Ich sehe voraus, das Kapitel wird sehr nervig. Reichst du mich? Nee. Na gut. Und die tun mich voll ignorieren. Ey. Auf damit. Gott, ich hasse es. Zeugs beschützen in Fire Emblem, Mann. Er hat ja schon gerade gesagt, na, pass auf, von wo die alle herkommen, ne? Kann ja nicht gut ausgehen, ne? Da hingehen, dann wird sie von Dings erledigt. Soll ich mal auf mich zugekommen, der Kollege hier? Fasset nicht. Ach, was ist dieser Schaden? So, du hast dich gerade nicht bewegt, ne? Du wirst sie nicht doppeln. Also auf dich kann ich losgehen. Das gibt's jetzt nicht. Natürlich überlebt er das. Aber ne, ich. Wenn ich den hier einsetze. Kann ich dich auch einfach. Nee. Wenn ich dich da einpacke, dann wird er viel zu hoch gepowert. Und dann kann ich dich erledigen. Nur weil ich jetzt einen Stab habe, heißt das nicht, dass ich noch weiter angreife, wie blöder. So, ich könnte ja natürlich ein Dings hier machen, ne? Wie Schaden machst du mir denn? Aber oh, du hast einen Fernkampf, sehe ich gerade. Sag das doch. Will ich das? Ja, ne. Warte mal, ich habe auch ein Silberschwert hier jetzt, genau.
Jetzt wird er wahrscheinlich auf mich loskommen, ne? Aktion, Reaktion. Diese Trefferchancen sind sehr nicht gut. Ja, ich hab sowas mal gewusst. Schlimmste, was passieren kann, ist ja natürlich jetzt, wenn jetzt hier irgendwie Charaktere mitten aus dem Nichts kommen, ne? Und dann auf die Steine losgehen, die schon angeschnitten sind. Ich kenne diese Nebenquests, die sind doch alle so furchtbar. Ist da ein Skelett? Gott, da muss ich mal Schaden gegen die. Cool. Selber schon gesagt, dass ich eine Feuerlanze gekauft habe. Ja, ne, habe schon im letzten Part gemacht, glaube ich. Weil sie ist irgendwie ganz gut damit. Oh, kann ich es ausweichen? Sackgesichter, ey. Was anstatt auf mich hier? Oh, jetzt muss ich den erledigen, sonst geht er hier auf den Stein los. Macht den kaputt. Oh. Na, jetzt schon kacke. Ich komme da gar nicht hin. Die müssen aber auch immer irgendwie Sachen machen, nämlich hier vollkommen ja alles was nicht kaputt machen, ey. Alter, diese Viecher, ne? Aber andere Digga, ne? Weil mich sehr auch nicht, wie viel AP die ja haben, ne? Also ich kann ja gar nicht überprüfen hier so. So. Und der wird jetzt von jeder Reichweite hier den erreichen können, leider. Ich will alle ihr beschützen, ne? Ich meine, das ist ja wohl selbstverständlich, ne? Hey, warte mal. Stimmt ja. Er kann sich ja bewegen wie sonst einer. Wie sonst keiner. Boah, guck sich das mal an. Natürlich reicht das wieder nicht. Ah, aber ist in Ordnung. Ja. So, jetzt kommt er ja und macht das Ding kaputt, ne? Pass auf. Bitte tu mir einen Gefallen und geh eher auf ihn los. Sehe ich nicht.
Okay, bitte geh jetzt nicht auf das deine Ding da los, ey. Und mach mir alles kaputt. So, warte mal. Was ist deine Geschicklichkeit? Okay, er doppelt ihn sogar gar nicht. So, und jetzt haben meine Charaktere auch genug HP, um das hier mal zu überleben. Kann ich hier jeden mal reinschicken, ne? Und zu verrecken. Wenn er jetzt alle meine Charaktere da ignoriert, ne? Und lieber auf das Ding losgeht, dann kriege ich einen Anfall. Dann wäre echt nicht nett. Wahrscheinlich werde ich erreichen, ne? Er wird gekontert, ja, und sie ist natürlich mit einem Schlag weg. Cool. Jetzt ist die Musik gut. So. Ja, die überleben ja einen Schlag von dem, ne? 33, 28, ja. Sehr proaktiv. Okay, Baum. So, bitte ignoriere jetzt nicht jeden meiner Charaktere und geh lieber auf das Ding los. Ja, dann ist ja egal. Ja, sowieso nicht kontern. Ich würde dann voll dämlich finden. Das ist genau da, was gleich passieren wird. Pass auf. Ich kann aber trotzdem hier mit angreifen. Ne? Ich weiß aber nicht, wie viel Celine heilt. Erholung 17, ne? Was wäre Magie? Das heißt, sie würde, würde sie genau 35 heilen. Also genauso viel, wie ich gerade ihr Schaden nehme. Ne, 33. So, Baba. Vielleicht weiche ich ja auch aus. Nö. Aber bin ich überhaupt in Reichweite vom Purgativ? Ja, ne? Gerade mal so noch. Okay. Jetzt werde ich ja sehen, ob die auf die Steine losgehen oder auf mich. Ach, natürlich gehen sie nicht auf Steine jetzt los, ey. Gerade jetzt, wo... Hier sogar nach links geht ein Schritt, ey. Okay, cool. Ja, dann machen wir halt den hier, ne? Ich nehme an, dann Erholung sagt einen dann schon, was sie am Heilen ist. Ich dachte, er hat wäre jetzt Erholung wurde jetzt drauf gezählt werden mit der mit ihrer Magie, mit ihrem Magiewert. Ja, da kann ich auch nicht machen.
Oh, dann warten wir eben, ne? So, ich weiß, wenigstens gehen die nicht auf die Kristalle los, ey. Finde ich auch schon mal sehr gut. Gegner, die Verteidigung. Ich hasse es. So, und da kommen keine Verstärkungstruppen. Finde ich auch gut. So, wir gehen jetzt hier rein. Könntest du... Ich glaube, er hat mit Liberation an sich schon mehr Schaden gemacht, ne? Ich meine, ich krieg Chance an. Kennt mal bitte. Jetzt weichst du natürlich aus, ist klar. So. Uff. So. Ah. Oh Gott, ey. Ich will sie aber lieber zum Heilen einsetzen gerade. Alter. Ich habe sie ja nach den Angriff trotzdem noch mal erlebt. Ich glaube ja nicht. So. Treff! Müssen beide treffen. Cool. Ey, komm schon, Mann. 80%, ey. Gegner, die treffen mich dauernd, ey. Dann lasse ich mich mal auf diese blöden Dinger hier. Okay. Aber wir haben ja noch hier Kriegeraxt. Verdammt, Mann. So, aber ich dich hier fertig. Ja, guck dich dann an. Ja, die Low OP. Ja, doch nicht alle. Ich muss jetzt hier alle hochhalten, ne? So, ich hoffe, er wird den erledigen, ne? Nichts. Sonst habe ich einen Fehler gemacht. So, gut ist, wir haben natürlich wird er angegriffen. So, ich muss nur 22 Schaden machen. Kein Ding, ne? Warte mal, ich glaube, sie hatte sogar weg Schaden gemacht, ne? Nö. Alter. Okay, was sind die Werte von den Dingern? Ich meine, die Waffen, die effektiv gegen Monster sind. Okay, sie macht genug Schaden. Also warte, ich gehe jetzt hier rein mit Bündnis. Oh, ich liebe es. Grüne Haare, sehr cool. Das ist noch nicht mal genug. Ich würde ihn ja am liebsten heilen, ne? Aber will irgendwie nicht. Vielleicht habe ich ja Glück und sie wird nicht getroffen. Jetzt auch gut. Boom. Los geht's. Ich will dieses Kapitel echt gerne schaffen, ohne ja Charaktere, nicht Charaktere, ich meine Charaktere sowieso, aber
ohne ihr Ding zu verlieren. Kristalle. So, jetzt kann ich wirklich tanzen. Ich weiß ja, die Leute, die bewegen sich irgendwann. Wenn jetzt hier leicht Leute von hier irgendwo so auftauchen, naja, dann kriege ich die Krise. Ja, Lisa, das hast du schon 10 Millionen Mal gehört. Naja, weiß immer noch nicht, wo. Weil er so oft geremixed wurde und so, ne? Nein, schon in Fire Memorias. Da haben sie eher so einen Titel hier abgespielt, hier mit dem Rock-Cover, ja, ne? So, Silberbogen 32, soll ich? Also 16, dann werden sie, wird sie nicht gedoppelt. Sie macht 29 Schaden gegen eine Menge. Aber was ist das hier? Ja, der nicht kontern kam, Crit plus 10, aber sie kann kontern. Von daher ist das okay. Da kommt er schon direkt lang gedackelt. Deutlich mehr Schaden als er. Wenn wir die fertig, bevor die sich eher bewegen. Oh, ja klar, aber jetzt bewegen die sich und die greifen gar nicht an. Die greifen die Dinger nicht an. Okay. War das so eine gute Idee? Hätte ich, kann ich da bestimmt. Ne, ich kann nicht erreichen. Verdammt. Ich wäre jetzt da voll reingegangen, ne, und hätte den Magier da mit einer Axt ins Gesicht abgeworfen. So, Elfendonner, die sind nicht gefährlich. Ich muss sie halt nur schnell erledigen. Ah, du hast die 20% Crit-Chance mit den Dingern. Nur davon Gebrauch machen könntest, wäre natürlich sehr gut, ne? So, Alter. Weißt du, diese Trefferchance, warum habe ich ihn nicht? Was habe ich ihn ja ausgerüstet, Mann? Der wird sowas von daneben auch, pass auf. Ja. Komm schon, Mann. Ach. Naja, alles über den Haufen. Ah, ich komme noch nicht mal da ran an die. Okay, aber ist okay. Ein so ein Donner-Typ wird mich nicht erledigen. Muss nur noch den letzten da erledigen. Neben Leben hier Dings erledigen können. Ich war. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Wer macht das hier? Nicht genug. Das ist natürlich nicht genug. Warte, Silberschwert, Silberschwert. Ich habe den Diamant Silberschwert gegeben. Nein. Ah, es hat gerade ätzend. Ja, das schafft man nicht mehr.
Ich ihn erledige, dann kommt er und macht ihn erledigt. Oh. Dreck, Mann.